started. And I know you got it. Wir haben einen guten Platz. Die Nummer 111. Auf diesem Campingplatz haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Platz im Badezimmer. Das finde ich ganz gut, wenn es ein Waschbecken mit der Dusche zusammengibt und man dann auch wirklich genügend Platz hat, sich umzuziehen, ohne dass man mit so vielen Leuten zusammen auf einem Flur steht. Und hier sind auch die Duschen getrennt von den Toiletten. Das finde ich auch ganz angenehm. Ein sehr schöner Campingplatz ist das hier. Da hoch wollen wir jetzt. Auf den Herzen. So klar. Du, der hat jetzt voll aussteigen können, wenn du mal schweigen. Wir reden, wenn wir hinten immer fehlen. Da hinten ist die Bahnstation, da sind wir hochgekommen. Und da nach oben müssen wir. Die Wolken werden schon wieder dichter. Da hinten müssen wir hin. Und unsere Talstation kann man gerade gar nicht mehr sehen. Ja, wie man sieht, sieht man mal wieder nichts. Aber ich höre was. Wasser und Ziegen. Oder Kühe. Wir haben es geschafft. Wir haben wirklich genau 2 Stunden 20 gebraucht.
Das ist eine sehr anspruchsvolle Wanderung gewesen. Also ab und zu haben wir gedacht, ob wir vielleicht nicht ganz bis zum Kreuz hochgehen, ob wir es uns antun. Aber wenn man dann einmal um die Kurve schaut, das letzte Stück ist dann doch gar nicht mehr so schwierig. Das ist jetzt der Hönig. Ich schaue gleich mal auf wie viel Metern. Ich glaube 2800 irgendwas oder 2600. Und von hier kann man jetzt rüber über den Kamm zum Hirzer laufen. Und das machen wir jetzt auch noch. Und dann können wir hoffentlich beim Hirzer wieder runterlaufen, sodass wir dann eine Runde gegangen sind und nicht hin und zurück gewandert sind. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Hallo. Wir haben nichts zu futtern. Wir haben alles aufgegessen. Ja. Das ist mal klein, ne? Nee. Einen Besuch bekommen hier oben, ganz oben auf dem Berg. Alle ganz neugierig. Wie cool. Oh. Irgendwie kommen wir uns hinterher. Wart ihr da drüber? Ne, wir waren da drüben. Okay. Also auf dem Gipfel da? Genau, das ist der Hönigspitz und das ist der Hirzer. Und das ist der Hirzer. Aber der Hirzer ist ein bisschen kürzer, glaube ich. Gell? Wissen wir nicht so genau. Wir haben eben gedacht, wir machen es noch, aber jetzt sind wir davon so kaputt, dass wir doch lieber runterlaufen. Also, okay. Aber uns wurde gesagt, dass die Strecke wohl leichter sein soll. Also es war schon sehr anspruchsvoll, ja. Weil wir sind von der anderen Seite hochgekommen und haben gedacht, okay, dann laufen wir so rüber und dann hier runter. Aber jetzt machen wir doch nur so. Und was kommt da so Steilwand dann, wo du entlang musst, oder? Echt, also hier gerade und hier geht's nur noch. Ja, ja. Und so schmal. Ja, und teilweise Seile, aber teilweise auch nicht. Und das ist dann schon echt hart. Das ist dann für den Kopf. Ja. Ja. Nee, hier runter hat das Seil, das ist gut. Okay, also das geht runter. Ja, schon. Also ich werde es auch jetzt so wieder zurückgehen. Und jetzt hier halt in den Nebel. Ja, genau. Das dachten wir uns nämlich auch, also es bringt nichts, da reinzugehen, weil wir hatten da oben schon Nebel. Ja. Dann wurde es ein bisschen lichter, aber letztendlich... Das geht schon. Geht's hier runter oder was? Ja, schon ein bisschen... Boah, cool, ey. Manchmal denkt man sich, ist okay, dass es nebelig ist, dann sieht man wenigstens nicht, wie tief es runtergeht. Ja, aber dann ist wieder total schade, weil dafür läuft man ja eigentlich hier hoch, ne? Dass man was sieht. Um den Ausblick zu haben. We'll be right back.
Jetzt geht's weiter nach Italien. Also wir sind ja eigentlich schon in Italien, aber jetzt geht's richtig ins Landesinnere zum Gardasee. Wir waren jetzt in Südtirol und es hat uns richtig gut hier gefallen. Das Wetter ist nochmal wieder richtig schön und ich hoffe, dass es dann am Gardasee auch so richtig schön ist. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, von Österreich nochmal weiter nach Südtirol zu fahren, weil das Wetter hier einfach besser war. Es hat zwar letzte Nacht sehr doll geregnet und geblitzt, gedonnert, also es war richtig Unwetter, aber solange das nachts ist, ist es nicht schlimm und wir sind das ja schon gewohnt vom Mondsee. Da hat es ja auch immer nachts geregnet und ja, das ist eigentlich ganz entspannt, wenn man einschlafen möchte. Bist du bereit für Gardasee? Aber wir müssen jetzt erstmal noch zu Obi. Wir müssen jetzt erstmal noch zu Obi, weil wir so eine Plakette für den Fahrradträger brauchen, weil alle, die hier mit ihrem Fahrradträger rumfahren, haben so eine Warntafel und wir haben diese Warntafel nicht dabei, weil wir es vorher nicht wussten. Es ist zum Glück bisher noch nichts passiert, wir wurden noch nicht angehalten, aber wir schauen erstmal, wo jetzt der nächste Obi ist, um dann auch wirklich richtig auf der Autobahn fahren zu dürfen mit den Fahrrädern. Also wir müssen jetzt nochmal zurück nach Meran fahren. Okay. Ein letztes Mal Berge. Das war unser Ausblick. Schön auf die Weinreben hier und dahinter sind noch ganz viele Apfelbäume. Es war wirklich ganz schön hier. Die meisten schlafen noch, es ist 9 Uhr am Montagmorgen. Aber damit wir nicht allzu viel im Stau stehen, ist es wahrscheinlich besser, wenn wir ganz früh losfahren. Also wir waren jetzt beim Obi und haben so eine Pappe, das ist wirklich nur eine Pappe, gekauft, wo so Reflektoren dran waren. Die war auch nicht teuer, 6 oder 7 Euro hat die jetzt gekostet. Wir nehmen jetzt unsere Fahrräder und dann machen wir eine Radtour um den Gardasee, beziehungsweise also nicht ganz um den Gardasee, aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Wir sind gestern schon bis zur Burg nach Malcesine gefahren und heute wollen wir mal in die andere Richtung fahren und einfach mal so bei jeder Bucht schwimmen gehen, wo es sich anbietet. Die Sonne ist jetzt doch nochmal rausgekommen. Wir dachten, es würde richtig schlechtes Wetter werden, aber das ist es nicht. Und meine beiden Freundinnen sind gerade nach Hause gefahren. Und jetzt genießen wir den Nachmittag noch ein bisschen. Die Schlüssel trage ich auch mit hier vorne rein. Ja. Das ist übrigens unser Campingplatz und das ist eigentlich der schönste Platz bzw. der schönste Ausblick, den wir bisher auf dem Campingplatz hatten. Wir standen ja auch schon in der Schweiz direkt am See
wo wir reinspringen konnten, aber da waren wir nicht auf dem Campingplatz, sondern da standen wir einfach frei und das war direkt an der Hauptstraße, was dann teilweise ein bisschen laut war. Aber hier ist es richtig schön ruhig und wenn wir unsere Heckklappe aufklappen, dann können wir auch direkt auf den See schauen. Richtig schön.